Und willkommen zurück zu Let's Play Diablo Together mit dem lieben Kavatas, der hier schon wieder seine Runden dreht. Jo, und hier waren wir stehen geblieben an dieser Stelle. Ich bin nicht stehen geblieben, ich laufe hier rum. Ja, du bist ja die ganzen 5 Minuten, wo wir AFK gewesen sind, hier Wache geschoben. Richtig. Man mag es vielleicht hier oben an der Zeit sehen, die Uhr läuft ja mit. Und wir haben hier noch einen Schrein der Stärkung. Nehmen wir mit, würde ich sagen, ne? Ja. Ressourcenerhöhung, Abklingzeitenverkürzung, klingt doch gut. Ja. Und da ist noch ein Schrein der Stärkung, den lassen wir aber da, würde ich sagen. Nein, wir überschreiben das jetzt. Ja. Schön wäre es, wenn es additiv wäre, also sprich, wenn man die Zeit auch noch oben drauf kriegt. Und guck da, was wir da haben, hier, einen schönen Goblin. Den kriegen wir doch diesmal hier. Ja, jetzt. Und direkt noch ein Elite-Pack mit dabei, oh. Ja, schön. So, dann drücke ich hier mal meine neue Fähigkeitstaste. Ey, der hat mich weggekickt. So, und boah, da stirbt er. Das war verdammt knapp, ey. Ja. Ich habe jetzt sozusagen meine 4 Stacks Intelligenzerhöhung. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab hier. Jetzt sterben sie wie am Bande. Zack. So nicht hier mit wegkicken. Das mag ich gar nicht. Oh, und ich habe 3, 4 blaue Sachen habe ich. Ich habe 3. Krass. So, da ist auch Lederhosen und Stiefel, die brauchen wir jetzt nicht. Also keine Schultern irgendwie. Schade. Scheint sich also im Together wohl zu lohnen mit den blauen Dinger, ne? Es scheint auf jeden Fall besser zu droppen, ja. Also mein Mönch ist da ja irgendwie momentan sehr verschont von Drops. Oh, jetzt habe ich aber auch gute Dinger bekommen. Jo, ich guck auch mal ganz kurz. Also 2 Waffen mit 12,3 und 12,6. Oh, nett. Nett. Willst du eine haben? Ja, gib mal was du abgeben kannst. Ja, die andere würde ich dir gerne geben, aber die ist Barbar. Ach so. Das heißt, die nehme ich dann. Eine mächtige Waffe, ja. Alles klar. Ich hätte noch eine Brust mit 18 Verteidigung und Nahkämpfer leiden einen Schaden pro Treffer. Habe ich schon 21 Verteidigung. Ja gut, alles klar. Dann brauchst du da ja auch nichts Besseres. Vielleicht Handschuhe mit 14 Verteidigung wären wahrscheinlich auch für dich besser als für mich. Ja, die nehme ich gerne. Gut, dann nimm du die erstmal. Danke. Noch ein Schild mit 55 Verteidigung. Aber nur weiß. Das nehme ich denn mal. Das ist wesentlich besser als meins. Gut. Da oben war nichts mehr, ne? Nee. Ne. Sieht nicht danach aus. Ja, am Anfang müssen wir immer ein bisschen gucken. Bis wir später ja wahrscheinlich die blauen Sachen nicht mehr so wirklich gebrauchen, sondern eher. Ja, ich denke, ja. Das legt sich irgendwann, wenn wir dann auch ein bisschen besseres Equip haben, dann stehen wir nicht immer nur doof rum. Genau, am Anfang ist es immer ein bisschen austauschen, verbessern. Genau. Hier kommen noch ein paar Skelette. Die sollten wir vielleicht noch mitnehmen. Und dein Hammer haut ja auch richtig gut rein, wa? Oh ja. Arias ist krass. Ja, das ist jetzt gerade mit der neuen Waffe. Also die haut. Ich habe gerade gesehen, ich hätte noch eine. Ah, okay. Ich trage jetzt gerade die weiße. Vorher hatte ich eine blaue. Mit der blauen hätte ich jetzt pro Gegner noch +2 Erfahrung gehabt. Aber die weiße, die macht sogar mehr Damage. Also habe ich die jetzt erstmal genommen. Ja. Warum nicht? Wenn ich mir so den Balken angucke, Erfahrungen haben wir hier genug. Ja, klar. Ah, hier gibt es eine Sidequest. Jo, ich bleib mal hier stehen, dann kann ich direkt schon aktivieren. Dann nimm du. Ah, ja, ist klar, das ist eine gute Idee. Ich schieß dann von hinten herein. Ja, so. Du kannst alle drei gleichzeitig, obwohl da sollten wir im Hardcore vielleicht nicht machen. Ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht nicht so vorteilhaft. Erstmal so einen nach dem anderen, auch wenn wir zu zweit sind. Ja, ich muss da eigentlich noch reinkommen, dass wir ja eigentlich Hardcore spielen und wenn tot, dann tot. Ja. Richtig. Gut, dass du das erkannt hast. Juhu! Da sind wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Ich fühle mich verarscht. Meinst du? Offiziell verarscht. Ja, wollen wir mal gucken. So, währenddessen baue ich immer wieder meine Stacks auf. Ich muss das ja alle 30 Sekunden hier mal wieder machen. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber was soll's. Ich denke, das ist auch hinterher gar nicht so gut, wenn du dann da extra in die Mobs reinrennen musst. Ich meine, so Akt 1 geht ja, glaube ich, noch. Ja, und deswegen habe ich ja gesagt, die Loot, beziehungsweise die Erhöhung der Reichweite zählt auch auf diese AE-Effekte. Dann brauche ich gar nicht mal so dicht dran. Ah. Und wie gesagt, mal schauen, wie sich das dann später auswirkt. Wie gesagt, ich muss mich da erstmal wieder reinlesen.
Ja. Ist der Typ da hinten tot? Ja, auch. Alles klar. So, dann können wir hier noch unsere Belohnung abholen hier hinten. Hast du noch ein paar Skelette oder? Nee, diese Mini-Kobolde. Ach so, ja gut, die kriegst du aber noch alleine hin. Ja. Ich schließe die Quest hier schon mal ab, dann kommt der Dude schon mal. Ich komme! Eine blaue Sache für mich. Ah, für mich auch nur. Eine Rüstung. Gut, na egal, ich guck's mir trotzdem mal an. Oh, guck mal hier, ich habe Handschuhe bekommen mit 15 Rüstung und 6 Intelligenz. Oh, das ist nett, die nehme ich. Muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht jetzt so sehr in nur auf Intelligenz achte, weil ne, du tankst zwar schon einiges, aber ich sollte auch ein bisschen Leben haben. Ja gut, aber Intelligenz ist doch auch Widerstände, ne? Intelligenz ist auch Widerstände, das ist korrekt, das ist richtig. Das glaube ich 10 Intelligenz ist ein Widerstand. Ein Widerstand oder so, ja. So, dann waren wir 2 von 3 Instanzen durch und haben immer noch nicht die richtige getroffen. Ist ja mal ja, typisch so mein Gameplay. Ey, Level up. Jo, Level up. Das ist immer gut. Du bist ein bisschen schneller als ich. Hast also ein bisschen mehr Items, die ja, ich habe ein paar geben. Items, wo Dings drauf ist. Oh, guck mal, wir haben eine passive Fähigkeit. Jo, da gucke ich auch mal gleich rein. Reduziert sämtlich erlittenen Schaden. Nee, doch. Von euch und euren Dienern um 15%. Das ist doch nett. Ja, ich habe jetzt diesen Damage-Skill, den kennst du ja auch, dieses Gnadenlos. Ja. Mit mehr Crit. Oder meinst du, ich sollte lieber dieses Pfund Fleisch nehmen, wo diese Heilkugeln mehr bewirken? Nö, ich denke, du kannst jetzt am Anfang auf jeden Fall die Damage-Sache oder die Damage-Rune nehmen. Bumm tot. Bumm tot. Oh, du hättest vielleicht doch besser. Ja. Nee, also ich denke, am Anfang fährst du da eigentlich ganz gut mit. Ah, okay. Bis du die zweite Dings kriegst und dann solltest du mal gucken, dass du die Rüstungsrune da nimmst. Ja. Die ist bestimmt dann auch nicht verkehrt. So, ich werde jetzt mal hier ein bisschen was rauswerfen. Ja, dann brauchen wir auch nicht gleich zurück in die Stadt. Ich schmeiß ja auch mal ein paar Sachen raus einfach. Ich bin komplett voll hier irgendwie. Das ist. Also dieses weiße Zeug, das braucht man wirklich überhaupt nicht in NPC aufheben. Ich habe jetzt auch schon wieder 4398 Gold. Ja. Aber. Schon krass, was man hier auf MP10 für Gold und. Ach so, alles aufgehoben. Alter, mein ganzer Bildschirm mit grad weiß. Na gut, was heißt mein ganzer, aber trotzdem ein ganzer Batzen weißer Sachen. Ja. Ja, das blaue behalte ich zum Dissen. Jo, das ist immer gut. Hattest du den Schmied überhaupt schon geskillt? Ich hab den schon in der Stadt stehen, ja, aber ich glaube noch nicht allzu weit geskillt. Alles klar, weil bei mir ist er ja schon ein bisschen. Dadurch, dass man, dass er ja global ist für alle Charaktere, ist er ja schon durch mein erstes Let's Play ein bisschen gewachsen. Ja. Ja gut, kann man nicht verhindern, ne? Nee, das kann man jetzt noch nicht verhindern. Bei mir steht. Nur fürs Let's Play sich deswegen neuen Account zuzulegen, ist ein bisschen overdressed. Besonders bei jedem Mal beim Sterben, ne? Ja. Nee, das kommt es nicht hatte, so. Es hatte ja auch irgendjemand hatte mal bei dir geschrieben, der hatte sich ja ein bisschen beschwert von wegen, ja, unter Cellphone verstehe ich aber auch wirklich kein Gold und so. Und da habe ich ihm ja dann auch zurückgeschrieben. Ich sage, ja, er hat halt schon ein Let's Play gemacht und warum soll man das Gold wegwerfen, ne? Ja, wobei man dazu sagen muss, ich hatte da auch noch, weil nach meinem Tod war ich ein bisschen frustriert und habe ja meinen Demon Hunter durchgezockt, den aber nicht Cellphone gespielt. Ja. Weil ich einfach, keine Ahnung, ein bisschen frustriert war. Keine Ahnung. Verstehe ich gar nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Warum eigentlich? Und wie gesagt, ich hatte also schon ein bisschen mehr Gold, als ich eigentlich durch das alte Let's Play hatte, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt auch gute Items verkauft und so, aber man kriegt eigentlich schnell Gold zusammen hier. Ja. Das ist nun mal so. Was ich mir übrigens überlegt hatte fürs Let's Play Together, ne? Ja. Ich hatte gesehen, irgendeiner hatte mal geschrieben bei dir, oh, warum hast du denn hier den Umhang verkauft, der wäre so geil für Demon Hunter gewesen, ne? Wir könnten ja das doch eigentlich mal machen, wenn wir jetzt wirklich irgendwas haben, wo, weiß nicht, Erfahrung und so weiter drauf ist, was vielleicht zum Leveln ganz gut wäre oder irgendein Item finden, was wir momentan zwar gut gebrauchen können, aber später absolut nicht mehr. Ja. Könnten wir das doch eigentlich mal an die Community dann verschenken, wenn jemand was haben will, einfach dann in die Kommentare schreiben, dann könnten wir das ja eigentlich verschenken, oder?
Wäre Hältst du eine davon? nette Idee, auf jeden Fall, ja. So wie der Umhang wäre nicht schlecht gewesen für die Manta, die gerade anfangen oder so. Wir müssen ja sagen, das hier ist NPC in Self-Found, also wenn ihr auch Self-Found spielt, keine Ahnung, ob ihr euch das dann mit euch selbst vereinbaren könnt, wenn ihr euch dann solche Items holt, oder halt für Leute, die ja nicht unbedingt Self-Found spielen, aber sich sagen, ach, das wäre eine nette Erweiterung für mich, können wir machen, ja, gerne. Denke ich mir mich auch. Dann würde ich sagen, bevor wir dann so ja, Erfahrungs-Items dissen oder verkaufen, dann behalten wir die mal. Und wenn sich jemand drauf meldet, dann können wir es ihm ja gerne geben. Genau. Ja. Können wir dann ja immer so am Ende der Folge mal gucken, was Richtig. wir sozusagen so zum Vergeben haben. Und wenn sich dann 5, 6 Folgen keiner meldet, dann schmeißen wir es dann einfach irgendwann mal raus. Genau. Weil ich meine, so viel unendlich Platz habe ich jetzt auch nicht in der Kiste. Ach, ich hab die noch komplett leer, also kannst du mich ruhig Gut, zumüllen. dann müllen wir dich zu. Genau. Müssen wir mal gucken, wie wir es dann zeigen. Die Knochen in diesem Derweil Kreis kommt jetzt sind wieder so ein wirklich kleiner riesig. Zwischenboss. Ach, der Dicke, ne? Ja, genau, der Dicke. Also müssen wir ein Ah, bisschen das stimmt. aufpassen hier. Du stellst sie schon mal am besten in die Tür rein. Ja, natürlich. Ja, du bist hier der Barbar, nicht ich. So, ich Das schieße dann von habe hinten. ich in WoW auch immer gehört. Du bist hier der Tank. Du bist hier der Tank. Was hast du denn gespielt? Krieger? Nee, nee, Paladin. Ach, du hast einen Paladin gespielt, okay. So die verhassten Tanks in der Anfangszeit. Ach, Anfangszeit, da war ich nur zum Buffen Ja, genau. Also ich habe auch, eigentlich bin ich angefangen mit dem Paladin, um jetzt nochmal so vielleicht auf die WoW-Schiene zu kommen, gerade mal. da. Aber das war mir dann zu nervig und bin dann irgendwann auf den Schurken umgestiegen. Schurke habe ich auch gespielt. Vor allem gerade so in Classic war der noch ziemlich geil. Da konntest du, Ja. scheißegal, grauer Dolch, da hast du trotzdem alles mit Ach, weggebasht. ich habe den Schurken in Classic geliebt. Auch wahrscheinlich einige oder eigentlich einer der Gründe, warum ich ihn irgendwann gehasst habe, weil er wurde eigentlich nur noch runtergenervt. Ach so, okay. Ist aber irgendwie komischerweise bei den Klassen, die ich in meiner MMO-Zeit gespielt habe, immer so gewesen. Ah. Ich bin dann zeitweise, weil viele Kollegen Warhammer Online gezockt haben, von WoW auf Warhammer Online für ein Jahr oder so umgestiegen. Okay. Und da habe ich eine Witch Doctor, eine Witch Doctor ist ja nicht, weiß gar nicht, wie sie heißt sie noch. Oh Gott, mir fällt es nicht ein. War auch so eine Art Schurke. Ja. Hexendoktor hieß er, glaube ich, auf der Allianz-Seite, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er bei den Dings hieß. Und der war auch so verhasst, weil er einfach so pervers stark war. Okay. Und der wurde auch nur genervt. Na denn. Jo, blau haben wir wieder gekriegt, wir haben das Portal gekriegt. Wir können zurück uns in die Stadt teleportieren. Ist das nicht nice? Das ist geil, ja, auf jeden Fall. Dann machen wir das doch einfach mal. Und ich würde sagen, wir können uns doch mal den Schmied antun. Mit dem müssen wir eh sprechen. Ja. Der hämmert jetzt noch ein bisschen auf seinem Ding rum. Ich verkaufe das weiße Zeug noch. Und wenn er fertig ist, dann können wir mal ein bisschen dissen, würde ich sagen. Das können wir machen. Ich gucke derweil mal, ob ich irgendwas habe, was vielleicht schon interessant wäre zum Verschenken. Wäre vielleicht erst interessant, so diese gelben Sachen, schätze ich mal, die wir beim Lichtkönig finden, falls wir da nichts Interessantes bei kriegen, für uns beiden. Ja gut, der Umhang, der war ja auch blau, ne? Nee, das war ein gelber. Echt? Ja. Okay, dann disse ich das Blau. Also ich denke, blau gibt es nicht so großartig jetzt tolle Ja. Sachen, die man jetzt nicht selber hätte finden können. Besonders Ja, jetzt im das stimmt. Anfangsbereich. Ich schätze mal, wir sollten jetzt hier so die ersten 20, 30 Level nur mal bei den gelben Sachen einfach mal anhalten und gucken. Hey, ist Ja. das wirklich was? Ja, stimmt, hast du eigentlich So, recht. Bogen können wir vernachlässigen, genauso wie ein Gürtel. Ich glaube, der war besser. Naja, okay, ein Punkt. Ach so, übrigens, mein Schmied ist Stufe 1. Ach so, also darfst du den auch noch ausbessern? Ja, also der ist komplett noch frisch. Oh, cool. Aber ist ja nicht schlimm, dann, Nö. Wird ja auch mal ein bisschen gelevelt. Richtig. So, mal gucken, So. ich könnte schon ein bisschen was herstellen. Ja. Ich Mal werde auch gucken, gleich mal was brauche ich gucken. denn jetzt hier dringend. Derweil, ich habe schon einen Kopf gefunden für mich. Das ist doch mal cool, oder? Das ist gut, ja. Oh, Schultern könnte ich mir herstellen, aber erst mit Stufe 11 tragen. Aber wir sind ja eh schon. Komm, ich stelle mir mal eine Schulter her. Ja, ich Oh, guck auch ja, gleich mal. bitteschön. Für dich. Oh, bitteschön für dich. Ja, das ist ja schon mal cool. Was hast du denn da gefunden? 2 Intelligenz. Hey, 7 Erfahrung. Cool. Jetzt habe ich eins gecraftet mit 6 Stärke, 8 Geschicklichkeit, 5% bessere Chance, Magic Find.
Das ist doch gut für dich, würde ich sagen. Ich mach mal. Ach nee, ich kann am besten erstmal gucken, was man tragen kann, weil bei mir ploppen ja gleich 50, 60 Sachen auf. Armschienen können wir. Hosen wären noch nicht schlecht. Drei Magic-Sachen, die wir draufkriegen können. Ich habe noch gar nichts auf den Hosen. Ich habe mir gerade einen Kopf noch gecraftet mit dem letzten, was ich herstellen konnte, ne? Direkt das Richtige. 36 Rüstungen, 6 Vita und getötete Gegner gewähren 6 Erfahrung. Oh, cool. Ich habe Hosen mit 7 Vita gekriegt. Die sind auch nicht schlecht für mich, damit ich ein bisschen Leben mal wieder dazu kriege. Ja. Was haben wir sonst noch? Eine Brust könnte ich noch. Ein Gürtel. Ein Gürtel wäre nicht schlecht. Ich will mal ganz kurz gucken, was wir so haben. Was das jetzt hier so bringt alles. Wie wäre es, wenn ich mein Schild könnte ich auch noch. Ach, ich kann so viel herstellen gerade. Ich stelle mal einen Gürtel, bringt 5. Ja, ich kann einen Gürtel und ein Schild herstellen. Machen wir das mal. Okay. Einmal ein Gürtel, einmal ein Schild. Der Gürtel hat 10 Geschicklichkeit, also der ist schon mal nichts für uns. Aber das Schild ist nett. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Vitalitätsboost, aber wäre vielleicht interessant, ob ich dir das erst gebe. Weil hat 11 Vitalität und 88 Def. Oi. Leider bloß Ja. 12% Blockchance und noch so ein bisschen Nebenattribute. Aber nimm du das Mann, du bist ja noch vorne ein bisschen aktiver. Und hast ein bisschen Lebensbonus. Oh ja, oh, das ist übelst. 110 Leben und 2,6% Schutz. Und wir sind jetzt schon ziemlich weit über der Folge drüber. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach mal und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Haut rein. Bis dann, tschüss.